Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Dragon's Dogma 2. Im letzten Part haben wir gegen einen riesigen Zyklopen gekämpft und standen dann vor den Toren der Hauptstadt. Allerdings ist dann natürlich mal wieder mein Spiel abgeschmiert. Juhu! Nee, Spaß. Also auf jeden Fall schauen wir, dass wir heute ein bisschen in der Story vorankommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Ja Leute, im letzten Part sind wir ja hier an dieser Stelle stehen geblieben und ich hoffe, wenn wir die Geschichte jetzt weiter vorlesen, dass wir nicht wieder einen Spielabsturz bekommen. Aber wir versuchen es jetzt mal. Also, Brand sagt, ich wurde über dein Kommen informiert, möchte gern erweckte. Hauptmann Brand, diese Person hat einen Vasallen mit einem Riftstein beschworen. Mehrere Zeugen können das bestätigen. Obwohl ich zugebe, dass ich zuerst meine Zweifel hatte, scheint dies keine bloße Betrügerin zu sein. Sie ist nicht von der schlechten Sorte, hat uns auf dem Weg hierher die Haut gerettet. Wie von dem großen Willen unserer Welt verfügt, kann es nur einen Erweckten geben. Dieser Erweckte residiert derzeit im Palast. In der Tat, er ist unser Souverän und rechtmäßiger Herrscher von Vermund. Daraus folgt, dass diese unverschämte Person vor uns nichts als eine Betrügerin ist. Du wirst dich einer Befragung unterziehen. Falls du dein Leben schätzt, wirst du keinen Fluchtversuch unternehmen. Nett. Ich werde das Verhör persönlich durchführen. Halte draußen Wache. Mal schauen, was er jetzt von uns will. Betrügerin, ich fasse es nicht. Brand sagt, ich bitte um Vergebung für meine Anmaßung, Eure Majestät. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Wenn die Königin Regentin von Eurer Existenz erfahren hätte, wäre Euer Leben in Gefahr gewesen, fürchte ich. Ich hatte keine Wahl, ich musste Euch als Betrügerin hinstellen, damit mein Handeln bei wachsamen Augen keinen Verdacht erregt. Genug mit dieser Farce. Eure Wut ist gerechtfertigt und ich werde sie euch nicht absprechen. Jedoch bin ich verpflichtet, euch eurer Situation gewahr zu machen. Okay. Palast von Wernwort, einige Monate zuvor. Eure Ankunft hätte die Königin Regentin, Ich lese nicht mehr mit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place. Word reached the castle that the Arisen had been found. To Deesa, your majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen. Die Ermordung der Erweckten ist für sterbliche Hände unmöglich. Daher entführte dieser Eure Majestät, während ihr euch von euren Wunden erholtet, um euer Gedächtnis mit einem Fluch zu rauben und euch als Sklavin nach Batal zu verkaufen. Daraufhin bereitete sie einen Ersatz vor, der an eurer Stadt als Souverän dienen sollte, eine bloße Marionette. Da Eure Majestät jedoch zurückgekehrt ist, habe ich nicht die Absicht, Däumchen zu drehen, während dieser ihre Spielchen spielt. Ich werde einige Pläne ausarbeiten, um unsere Sache voranzubringen. Bitte besucht mich nachts in der Taverne, damit wir sie besprechen können. Diese Person ist frei von jeglichem Verdacht und hat meine Erlaubnis, in der Hauptstadt zu bleiben. Ihr werdet diese Person nicht weiter belästigen. Verstanden? Im Nachspiel des Drachen abgeschlossen und Stufe 8 erreicht. Und ein Achievement freigeschaltet. Kann ich damit irgendwas machen? Untersuchen. Sowohl Vermund als auch Batal sehen die Geisel des Drachen als oberste Priorität an. Sollte die elende Kreatur auf einer der beiden Seiten der Grenze niedergehen, haben beide Nationen geschworen, Hilfe zu leisten und bei der Evakuierung der Bevölkerung und bei der Aufklärungsmissionen zu assistieren. In solch einem Fall wird von allen Truppen erwartet, jegliche Uneinigkeiten in Glauben oder Kultur beizulegen und sich vollkommen ihrer Pflicht zu widmen. Sprich mit Hauptmann Brand nachts in der Taverne. Ist er jetzt wieder zurückgekehrt oder was? Kann ich ihn treten? Ja.
Ups. Entschuldigung. Das werde ich nicht hinnehmen. Doch, ich denke schon. Du hast mich beleidigt. Eure Majestät ist sauer. Naja, okay, dann lass uns mal mit ihm quatschen. Hallo? Haut er jetzt wieder ab oder was tut er? Denk dran, dass wir für die Bürgschaft arbeiten. Das ist doch Brand. Naja, egal. Vielleicht ist es ja noch nicht nachts. Ach ja, seht ihr. Bitte vergebt mir, aber ich bin etwas in Eile. Verflucht, kommt zurück. Du da, hast du gerade eben einen Bengel mit einer Kappe vorbeirennen sehen? Kannst du mir sagen, in welche Richtung er gelaufen ist? Das ist jetzt wieder so eine Entscheidung. Komm, wir lügen mal. Vielen Dank, ich werde den Kerl schon noch schnappen. Ihr seid von der freundlichen Sorte, nicht wahr? Es scheint, ich stehe in eurer Schuld. Tatsächlich würde ich euch gerne um etwas bitten, falls ihr Zeit erübrigen könnt. Aha, da bist du. Tut mir leid, aber unser Gespräch wird warten müssen. Bis zum nächsten Mal, leb wohl. Tschüss. So, und da ist er davon. Gut, was machen wir denn jetzt hier? Hier sind auf jeden Fall meine Vasallen. Hallo Leute. Du hast dem jungen Mann geholfen zu entkommen. Ja, hab ich. Hey, wohin gehen Sie? Soll ich mitkommen oder was? Wohin gehen wir, Leute? Ich weiß nicht, wohin die mich jetzt führen. Komm mit, ich werde euch den Weg zeigen. Okay. Ich wollte zwar erkunden, aber na gut. These writings can be of importance. A thorough perusal might reveal aught of interest. Wohin bringt sie mich denn jetzt? Beziehungsweise er. Ach, sollen wir jetzt wieder... Ich setze mich jetzt einfach wieder hin. Dieser Ochsenkarren fährt in Richtung Melville. Ohne Gold bringe ich euch nirgendwo hin. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, weil... sollen wir jetzt einsteigen oder nicht? Drew, wohin willst du denn? Treffe ich die? Nee. Ich weiß nicht, wen greifen wir denn jetzt eigentlich an? Die Ochsen. Okay. Ah, nee, die Kobolde. Fauber treten, das muss ich mir mal merken. Da ist noch einer. Da auch noch. Oder was haben die da jetzt gekillt? Ah ja, doch. Wieso kommen da so viele? Was really. I did not know I could feel so alive.
Schon wieder, woher kommen die denn? Jetzt mischt sich auch noch der Ochs ein. Geil. Oh nein, Loki, nicht schon wieder. Oh, er hat dich weggetragen. Cool. Das ist sehr nett. So, Drew, und wohin gehen wir jetzt? Ja, schleich dich. Was? Der hat ihn gerade runtergeboxt. Nee, mich boxst du nicht weg. Also ehrlich, Leute, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich folge jetzt einfach mal Drew und Barrymore. Und dann gucken wir mal. Ich würde gerne... Oh, was ist jetzt passiert? Mein Licht irgendwie kurz anmachen. Aua, blöde Kuh. Okay. Machen wir mal unser Licht an. So, und jetzt? Gehen wir wieder zurück? Nee. Also ich raff nicht, was der von mir will. Vielleicht gehen wir jetzt zu dieser Bar oder was? Oh, der hat das Viech gerade gekillt. Wie? Hallo, geht's eigentlich noch? Meine Güte. Jetzt kann ich mich ja gleich wieder heilen. Kann ich die... einfach so essen, ohne es zu braten. Anscheinend. Benutzen wir jetzt mal alles, damit wir wieder voll sind. Ja, okay, das reicht. Oh, ich bin vergiftet. Noch irgendwo eine? Nee, passt. Okay, können wir dann weitergehen, Leute? Ja. Komm, Drew. Möglicherweise werdet ihr das als banal betrachten, aber wenn ich so drüber nachdenke, es gibt in unserer Gruppe keine Heiler. Ja, das ist korrekt. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Hey, wohin? Oh mein Gott, nein, da gehe ich nicht runter. Hey, und er ist auch runtergefallen. Wer ist das? Stirb halt. Warte mal. V. Nein, ich bin umgefallen. So ein Schrott schon wieder. Ja, vom letzten Speicherpunkt laden. Okay, dann. Nochmal erneut. Oh, was habe ich jetzt wieder gemacht? Okay, dann. Weiter. Drew. Oh. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wären wir doch in den Wagen gestiegen. Da ist schon der nächste.
Oh, das ist der Ochse. Hallo. Sitzt da noch irgendwer? Wer bist denn du eigentlich? Wir haben eine lange Reise vor uns. Wir sollten einen Ochsenkarren nehmen. Ja, okay, dann gehen wir doch rein. Ja. Dann zahlen wir halt. Nur eine Gangstufe. Aber müssen wir denn nach Melve zurück? So ganz blicke ich jetzt nicht durch. Twinkling stars captivating the eye. Is that what you say? Wenn meine Schicht vorbei ist, gehe ich zur Taverne, sagt er. Ja. Wir sind noch im Kampf? Das kann nicht sein. Wir werden das überstehen. Ja, und ich tue es einfach weiter. Das reicht jetzt. Okay. Nein, anscheinend tue ich nicht einfach weiter. Wehe, ich muss dann nochmal bezahlen. Und Loki ist schon wieder fast tot. Nein, Loki. Lass mal Loki in Ruhe. Ah ja, danke. Oh nein, es hat mich auch irgendwas getroffen. Nee. Was trifft mich denn da immer? Komisch. Okay, also schnell aufstehen. Ich bleib jetzt lieber draußen. Aber ich könnte vielleicht, bevor es wieder zum Kampf geht, doch nochmal irgendwie hier mich heilen. Ach so. Dann gebe ich es Loki. Kann ich nicht benutzen. Wieso kann ich das nicht mehr benutzen? Gut, dann brechen wir ab. Ein bisschen Gesundheit habe ich ja jetzt. Oida, und jetzt hat... Ach. Greift mich dieser dumme Wolf da an. Loki liegt schon wieder am Boden. Was geschafft? Schaut so aus. Sehr gut. Nee. Da ist doch schon wieder irgendwas. Ih, was kommt denn jetzt schon wieder auf uns zu? Was ist das? Ich sehe nichts. Oh, oh mein Gott. Auf. Ey, so hässlich. Sind hier auch noch kleine oder was? Er spuckt jetzt hier Feuer. Ich komme nicht mit, Leute. Hilfe. Ey, der ist ja schon wieder bei mir und hat mich totgehauen. Das gibt's doch gar nicht. Mir reicht's jetzt. Ist halt auch blöd, dass wir keine Gesundheit haben. Kann ich nicht doch irgendwas machen? Heilmittel. Eine große Menge an Gesundheit wieder her benutzen. Ja und? Geben wir vielleicht eins auch Loki? Ah, bla bla bla. Okay, ich kann nichts mehr machen. Abbrechen.
Kombinieren kann ich auch nicht. Aber das Standort stellt eine große Menge wieder her. So groß war die Menge jetzt aber auch nicht, ne? Aber Loki hat es auf jeden Fall genommen, wie es scheint. Ich bleib jetzt mal... Oh, schaut mal, der eine Schlag und Loki ist schon fast wieder tot. Mist, ey. Bleib jetzt echt im Hintergrund. Was ist denn jetzt, wenn ich mich in dieser Kutsche verstecke? Och Mann, ist doch nicht euer fucking Ernst. Kann ich irgendwas tun, damit die Vasallen stärker werden? Okay, halt, stopp. Ich möchte jetzt dann doch noch mal kurz ins Inventar meiner Vasallen gucken. Backpuder, getrocknete Blume. Drew hat auch nur Dämmerungskraut. Hm. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie wir uns jetzt noch heilen sollen. Ich benutze das jetzt einfach mal und schau, was passiert. Ach so, das macht jetzt einfach so einen Blitz. Okay. Aber vielleicht kann ich den Blitz ja... Was ist denn, wenn ich jetzt einfach hier laufe? Wenn ich einfach weglaufe? Oh mein Gott, Drew und Hassel sind schon tot. Loki bringt Drew zu mir. Ich habe F gedrückt, aber bin schon wieder tot. Och Mann, Leute, das macht doch keinen Spaß. Bitte sag mir mal, was ich für Fehler mache. Ja, und dann beende ich den Part jetzt hier auch an dieser Stelle. Wie gesagt, schreibt mir bitte, was ich falsch mache. Vielleicht übersehe ich ja auch einfach was. Oder bin ich noch nicht hoch genug? Und ist der Weg der richtige, den wir jetzt gehen müssen? Oder laufe ich einfach nur irgendwem hinterher und habe überhaupt keinen Plan? Schreibt es mal in die Kommentare. Danke euch fürs Zusehen und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.